Alter, man sieht die Wasseroberfläche nicht mehr. Aber wir sind schon übelst. Ja, warum ist das voll unter der Ananas? Beim letzten Test ist uns jetzt aufgefallen, dass das U-Boot ultra langsam sinkt. Also um hier in die Tanks Wasser reinzulassen, braucht man irgendwie eine halbe Stunde oder so. Und es liegt daran, dass die Schläuche hier einfach viel zu klein sind. Das hätten wir uns gleich denken können. Deswegen haben wir jetzt gedacht, dass wir die ganzen Tanks hier nochmal runternehmen und da komplett neue Tanks bauen. Damit fangen wir jetzt mal an. Da sieht man unsere schlampige Arbeit. Ist nur Außenlack hier. Das Blech hier ist ultra schwer zu biegen, deswegen fahren wir da jetzt mit dem Gabelstapler dagegen und biegen das hier so ran. Jetzt schauen wir mal, ob der Tank da oben überhaupt drauf passt. Ich bin sehr gespannt. So, der Tank ist jetzt fertig. Ich hoffe mal, dass er richtig dicht geworden ist an allen Speisnähten hier. Wir haben hier jetzt so Ventile drauf gemacht, die können wir von innen steuern. Dann geht es hier außen auf, dann strömt die Luft raus und dann sollte das U-Boot untergehen. Und zum Auftauchen haben wir hinten drauf jetzt wieder diese beiden Druckluftflaschen. Da kann man dann über ein Ventil Luft in die Tanks reinlassen, dann drückt sich das Wasser durch die Rohre hier hinten wieder raus. Ja, wir fahren jetzt mit dem U-Boot nach Berlin. Vielen Dank nochmal an Revolution Race, die stellen hier diese coolen Klamotten her, die haben diese ganze Reise möglich gemacht. Dann machen wir nachher nochmal einen Roadtrip auf dem Rückweg. Wir haben euch hier unten die Website verlinkt und noch ein paar coole Sachen, die wir euch empfehlen. Schaut da auf jeden Fall vorbei, da ist auch noch ein Rabattcode. Das Ding ist, dass wir das U-Boot jetzt noch überhaupt nicht getestet haben. Die Zeit war jetzt nur ein bisschen knapp, deswegen können wir jetzt keinen Test mehr machen. Wir fahren jetzt direkt los nach Berlin und ich hoffe, dass es funktioniert, wird mega spannend. So, kannst du losgehen? Ja, würde ich sagen, oder? Hoffentlich geht das Ding auch runter und taucht danach wieder auf. Wir sind hier jetzt am Gräbendorfer See bei Berlin angekommen und machen unseren ersten Test. Wir testen jetzt erstmal, ob wir komplett untergehen und nachher versuchen wir die Ananas zu besuchen. Wir versuchen jetzt erstmal wieder hier runterzufahren, das ist mal das größte Abenteuer. So, jetzt wird's spannend. Ich bin so gespannt. Jetzt geht's los ins Wasser. Geil, wenn das Wasser vor die Scheibe kommt. Aber es ist ganz schön dunkel hier, das Wasser. Es ist schon trüb hier im See hier. Okay, ihr schwimmt jetzt. Ich will dich endlich unter Wasser sehen. Also hier unter uns ist jetzt etwa 2 Meter tief. Das heißt, das Wasser müsste mal über unsere Kuppel oben gehen. Also wir tauchen jetzt einfach mal hier runter und gucken mal, ob es dicht ist. Das erste Mal, dass unsere ganze Kuppel oben unter Wasser geht. Jetzt machen wir die Tanks auf und gucken mal, ob wir untergehen. Sauerstoffversorgung funktioniert, es ist aber ganz schön laut jetzt hier drin. Da müssen wir noch dran arbeiten, aber das kriegen wir noch hin. Wie nice es hier aussieht. Geil, das ist so geil. Alter, ist das geil. Ey, das ist so schön unter Wasser. Wasser ist über der Kuppel. Oh, geil. Das ist immer so ein krasses Gefühl, wenn das Wasser hier davor kommt. Bisher ist alles dicht. Wir versuchen jetzt nochmal kurz hochzukommen, einfach zum Test, ob es überhaupt geht. Ja, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt nicht. Mhm. Irgendwie können wir nicht auftauchen, wir kommen überhaupt nicht hoch. Also das Ding ist, unsere Tanks sind ja jetzt voll, weil wir, ich glaube, wir sind so schräg, dass unsere Rohre hinten über dem Auslass von den Tanks sind. Weißt du, was ich meine?
Wir versuchen jetzt mal mit den Ketten rauszufahren, damit wir oben die Luke wieder aufkriegen. Ich fahre mal gerade Richtung Land. Okay, so jetzt sind wir wieder an Land. Das Problem war jetzt, dass das Rohr, um das Wasser rauszupumpen, ganz hinten ist. Deswegen kriegen wir die Tanks nicht ganz leer, wenn wir erstmal eine Steiglage haben. Und wir hatten jetzt gedacht, dass wir vorne einfach noch ein Rohr dran machen, da können wir dann das Wasser durch rausdrücken. So, wir sind wieder startklar. Jetzt geht's gleich los. Das Ziel ist jetzt einfach nochmal wirklich komplett unter Wasser zu gehen. Und wenn wir es schaffen, nochmal die Ananas zu besuchen. Gestern war das U-Boot ja ein bisschen nach vorne gekippt, deswegen werden wir heute hinten noch ein paar Gewichte anbringen. Hey, du sollst die dran machen, nicht trainieren damit. Das wären auch die Gewichte, die dann vielleicht Philipp und Johannes hier kriegen. In dem Fitnessstudio mal zu. So, wir fahren jetzt zur Ananas. Ich bin so gespannt, ob wir die finden. Ja, cool, die ziehen uns jetzt mit dem Motorboot, damit wir uns Batterien nicht so leer machen. Und der Olaf hält das U-Boot ganz alleine. Wir sind ja jetzt schon viel weiter draußen im See. Hier ist das Wasser so schön klar. Ich finde, wenn es abtaucht, finde ich so geil, dann wird es auf einmal richtig ruhig. Dann hat man keine Wellen mehr, gar nichts. Dann ist einfach Ruhe, das ist so nice. Aber wir sind hier jetzt in der richtigen Stelle. Also wenn wir hier irgendwo runtertauchen, müssten wir theoretisch die Ananas finden. Wenn die es nicht schaffen, selber hochzukommen, anfassen und volle Pulle Jacket aufpusten. Olaf, wir sind hier sicher unterwegs, oder? Ja. Ich hoffe, ich denke ja. Julius, auf deinem T-Shirt steht Fearless. Hast du Angst? Also um mich nicht, aber um die. Jetzt geht's gleich richtig tief runter, das erste Mal. Ich habe schon ein bisschen Herzklopfen hier. Tschüss. Jetzt geht's los. Mal sehen, ob wir die finden. Wenn wir leise sind, hören wir, wie die Luft rausgeht. Okay, wir tauchen ab. Ey, das ist so krass, das ist so ein heftiges Gefühl, wenn man hier so richtig unter Wasser ist. Da ist der Julius! Hat das geklappt? Hat super geklappt, es ist sehr gut untergegangen. Man hat hier einfach gar keine Orientierung, wo man gerade ist. Ey, das sieht gerade so nice aus, wenn wir hier oben rausschauen. Alter, man sieht die Wasseroberfläche nicht mehr. Also wir sind schon übelst tief. Da kommt es, da kommt die Ananas. Boah, krass, das ist ja eine... Nice, das ist so genial. Das ist der Hammer. Wow, Alter, das ist so genial! Ey, guckt euch das an! Dann ist die Ananas. Das ist so genial! Aber es sieht so nice aus, Leute! Wie geil das einfach ist, unser altes U-Boot! Ey, das ist so geil, das einfach zu sehen! Oh Mann, ihr wisst, wie tief wir gerade hier unter Wasser sind! Alter, wir sind so tief, das ist richtig krass! Alter, das ist so Hammer! Hört ihr mich noch? Hört ihr noch irgendetwas? Das ruht noch, ne? Ihr hört uns hier unten nicht mehr, oder? Das ist voll dumm. Der Funk geht natürlich nicht unter Wasser. Das heißt, wir sind jetzt komplett abgeschnitten von der Außenwelt. Aber bisher ist ja alles safe. Dann lass mal hier am U-Boot vorbeifahren. Cool. Guckt euch mal den Seeboden an. Ey, das ist so genial, auch mit den Ketten. Dass wir einen Kettenantrieb haben. Ey, man fühlt sich hier so wie ein Flugzeug. Dann lass du langsam wieder auftauchen. Gehen wir hoch?
gleich ist über uns dieses Kanu. Oh, wir tauchen ja auch. Ja! Das sah jedenfalls schon sehr spektakulär aus, wie ihr aufgetaucht seid. Geil. Es ist so nice. Guck mal, Sabine, ob das drauf war. Ich bin hier. Julius, das ist der Julius. Nein. So, wir sind gleich wieder an Land. So, wir fahren jetzt mit unserem U-Boot auf einen Roadtrip durch die sächsische Schweiz. Es wird richtig krass. Vielen Dank nochmal an Revolution Race, dass sie die Reise hier möglich gemacht haben. Ich finde die Sachen echt cool, die haben auch eine richtig gute Qualität. Und nochmal ganz, ganz vielen Dank an die Flossenfreunde von Laso. Das waren die Taucher, die uns hier begleitet haben. Mega, mega cool. Als nächstes kommt hier jetzt auf jeden Fall noch ein Greifer dran, damit wir dann unter Wasser auf Schatzsuche gehen können. Das wird richtig geil. Das kommt dann in den nächsten Videos. Dann fahren wir jetzt los auf den Roadtrip und lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn ihr dann den Greifer sehen wollt. Hey, du hast voll den hübschen Pulli. Hä? Hä? Was ist denn Zufall? Ihr habt alle was von Revolution Race. Haben wir alle das gleiche gekauft? Props gehen raus an Revolution Race, die das möglich gemacht haben. Wir sind jetzt hier in der sächsischen Schweiz angekommen. Ich glaube, die Leute fragen sich, warum hier ein U-Boot steht. Ja, wir gehen jetzt eine kleine Runde wandern. Soll mega schön sein hier. Ich muss hier raus. Doch ich schaff's nicht allein. Sag, wer sperrt mir hier auf? Wenn du mir in die Augen schaust, dann weißt du, was ich brauch. Ja, dann weißt du's ganz genau. Bleib dran, was machst du da gerade? Wir hängen den Anhänger ab, damit wir nicht fest. Wir stecken schon fest. Jungs, Vollgas! Mehr brauch ich nicht. Und ich weiß, und ich weiß, und ich weiß, alleine schaff ich's nicht. Wir stecken hier nämlich mit unserem U-Boot mitten im Feld fest, aber wir haben ja zum Glück ein Kettenfahrzeug dabei, von daher. So blöd, die hätten ihr Warnschild aufstellen sollen. Vor dem Horizont, und dann seh ich dieses. Hey Alex, machst du Spaß mit uns unterwegs zu sein? Alex, auch mal absolut. Und stopp. Nice. Es ist ziemlich, ziemlich kalt. Eiskalt, würde ich sagen. Ja, yeah. kein Hype. Das hier ist real. Yes. Ich fühle den Beat ziemlich viel. Nice.